Heute bei Wer weiß denn sowas, das Duell der Bachelor. Daniel Völz im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Paul Janke und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, von wo auch immer Sie uns heute zuschauen. Sie werden ganz sicher wieder viel Spaß mit unserer Sendung haben und unseren Gästen und unseren beiden Teamkapitänen. Ja, bei uns erleben Sie immer was. Heute sind die beiden Bachelor Daniel Völz und Paul Janke bei uns zu Gast. Ach, da freuen sich die Frauen. Und ich habe gleich was ganz Spannendes zum Anfang, meine Damen und Herren. Wussten Sie eigentlich, dass ein einzelner Samen der Seychellenpalme bis zu 25 Kilo schwer werden kann? Ach. Ja, ich bin sehr froh, dass ihr beide da seid. Das wird, ihr habt euch natürlich schon das ein oder andere Mal irgendwo gesehen. Nee. Ja? Noch nie? Heute das erste Mal. Nein, Quatsch. Also ich habe alle kennengelernt, ehrlich gesagt, aber Daniel bislang nicht. Ach. Wer weiß denn sowas verbindet? Schön, ja, ist doch klasse. Na. Dann schauen wir doch mal, wie Sie unsere Zuschauer heute entschieden haben. Ja. Hinter Bernhard und Daniel Völz sitzen 73 Zuschauer. Hinter Elton und Paul Janke 50. Damit haben wir die Voraussetzungen besprochen und schauen jetzt mal auf die heutigen 12 Kategorien. Ja. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien sind Trick 17, Fragezeichen, Prost, tierisch, Einspruch, unser Körper, Mode, andere Länder, andere Sitten, Physik des Alltags, Wunder der Natur, Clever und Benelux. Ihr habt wenige Zuschauer mehr hinter euch. Zumal wir ja auch immer noch die Leute fragen können. Deswegen dürft ihr die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro und ein Publikumsjoker. Also ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal bei Prost an. Ja, naja. Mal vorglühen, ne? Ja. Ja. Wenn da gleich die richtige Antwort kommt, wäre das sicherlich ein Grund anzustoßen. Der im Bier enthaltene Chordonin sorgt dafür, dass A, der Harndrang ansteigt, B, das Verlangen nach herzhaften Lebensmitteln zunimmt oder C, Rezeptoren aktiviert werden, die Zufriedenheit auslösen. Der im Bier enthaltene Stoff Chordonin sorgt dafür, dass... Wusstest du, dass du sowas in dich reinschüttest? Jetzt haben wir nie gehört. Jetzt wird mir einiges klar, sagen wir es mal so. Ja, was steigt denn bei dir an? Der Harndrang, das Verlangen nach Lebens... Ja, eigentlich alles. Jetzt wundere ich mich, ob das natürlich... Das muss ja ein natürlicher Stoff sein, dann irgendwie... Interessante Frage. Zusatz ist ja laut dem Reinheitsgebot ja nicht möglich. Ja, also das ist etwas, was auf jeden Fall im Bier drin ist und wahrscheinlich beim Gärprozess entsteht. Ja, also ich würde... Hast du irgendeine Ahnung oder rätst du jetzt? Also mein Bauchgefühl sagt mir B, weil, na gut. Deinen Bauch möchte ich haben, mein Bauch sagt gar nichts, weil es gibt alles. Na gut, ich habe oft das Verlangen nach herzhaften Lebensmitteln, also es kann, C könnte natürlich auch gut sein, weil es halt eben so eine, nach dem Bier bin ich immer etwas mehr zufrieden. Ja, aber man muss auch auf Klo. Ja, gut. Und das liegt nicht daran, dass man mehr getrunken hat, sondern dass auch der Harndrang, also die Haltefähigkeit der Blase lässt nach. Also nicht die Fähigkeit, aber das Gefühl, dass man eine Haltefähigkeit besitzt, lässt nach. Ja gut, aber hat das nicht mehr was mit dem Alter zu tun als mit dem Bier? Es gibt ja auch. Naja, kommt drauf an, wie alt das Bier ist. Wenn den wird ja auch gesagt, dass wenn man dann einmal. Wie geht das? Einmal das Siegel gebrochen. Man hat einmal gebacken. Wenn man einmal war, dann muss man. Ständig wieder. Ne? Also, ich habe ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde raten, ich wäre zum Beispiel zu A gegangen. Du hast dich sowohl für B als auch für C entschieden. Nee, also. Nee, du hast jetzt am Ende warst du dann bei C. Ich bleibe bei C. Wir nehmen dein C.
Okay. Das sind Ines 10. Oh, hier ist er. Hätten wir es mal ein anderer Meinung? Aber guck mal, auch das ist für dich nicht neu, dass du eine Entscheidung triffst und alle mal. Ja, nur ich habe es leider nicht gehört, als ich die Entscheidung getroffen habe. Das wiederholt sich so oft im Leben. Jetzt bin ich Antwort C, ja, Daniel Völz eingeloggt. Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg haben 13.000 verschiedene Lebensmittelinhaltsstoffe untersucht und fanden Interessantes über den Stoff Hordenin heraus. Einem Inhaltsstoff von Gerstenmalz und Bier. Dieser sorgt dafür, dass Dopaminrezeptoren im Gehirn aktiviert werden und somit beim Biertrinker ein zufriedenes Gefühl auslösen. Das Gefühl lässt sich übrigens auch nüchtern erreichen, denn Hordenin ist auch in Malzgetränken und alkoholfreiem Bier enthalten. Ja, deswegen wird es im Volksmund auch als Glückshormon bezeichnet. Und Moment. Und alle, die eben gemacht haben, sagen jetzt ganz schnell Danke, Daniel. Ja? So. Das waren aber viele. Sehr gut, die ersten 500 Euro. Da müssen wir Einspruch einlegen. Ja, Einspruch. Das war zu einfach. Oh, Elton, das ist was für dich. Wird ein Konzerttermin verschoben, weil der Künstler beispielsweise krank ist? A. Hat der Ticketkäufer kein Anrecht auf Ersatz? B. Kann der Eintrittspreis vom Veranstalter zurückverlangt werden? Oder C. Wird eine Erstattung von 50% des Ticketpreises gezahlt? Also ich würde also jetzt aus dem Bauch B sagen. Ja, C nicht. Entweder alles oder gar nichts. Elton ist ja auch das ein oder andere Mal auf Konzerten. Ist da schon mal jemand krank geworden? Ja, danach. Bei mir tatsächlich noch. Ich hatte bis jetzt immer. Ich war immer krank nach dem Krankheit. Also, ich weiß nicht. Ich würde B sagen. Aber was jetzt, wenn es ein Ärztekonzert ist? Mhm. Können die sich dann selbst krank schreiben? Ja, gut. Das ist eine gute Idee. Weißt du. Was heißt auf Ersatz? Meistens heißt es doch so. Hat der Ticketkäufer kein Anrecht auf Ersatz? Meistens heißt es doch so: Konzert fällt aus aufgrund von das und das. Aber es schiebt sich auf 2 Wochen und die Karten behalten ihre Gültigkeit. Ja, aber hier steht ja auf keinen Ersatz bei A. Eben. Und Hälfte, Hälfte sagst du es auch nicht, also B. Nee, wenn, dann glaube ich, kriegst du alles wieder. Dann kann es tatsächlich. Also wolltest du mir jetzt sagen, du bist auch. Vom Veranstalter zurückverlangt werden, weil du gehst da hin und sagst, ich kann nicht in 2 Wochen, weil da bin ich krank. Lass uns doch einfach B nehmen, oder? Nee, wer hier, der Bernd hat das auch schon ganz gut gemacht. Der Gast ist König. Wenn du meinst, das ist B, dann nehmen wir B. Oh. Nee. Guck mal, hier gab es nur ein. Oh, da drüben gab es vorhin ganz viele. Ja, aber. Klappt das hier auch so bei euch beiden wie bei Bernhard und Daniel? Ist ein Künstler krank und das Konzert wird verschoben, wird meist ein Ersatztermin angeboten. Blöd nur, wenn man an diesem Termin gar keine Zeit hat oder einem inzwischen die Lust vergangen ist. Laut Verbraucherzentrale hat jeder Ticketinhaber das Recht auf die Rückerstattung des Eintrittspreises. Einfach an die Vorverkaufsstelle oder den Veranstalter selbst wenden und man bekommt das bereits bezahlte Geld zurück. Jawohl! Auf euch ja, werden 500 Euro. Ich war mir nicht so sicher. Ja, danke, Paul! Wie machen wir weiter hier? Also irgendwie Physik des Alltags ist irgendwie. Ich bin heute mit dem Auto hierher gefahren, habe ich mich auch gewundert, wie manche unterwegs sind, das klingt dass sie das nicht verstehen. Und nehmen wir doch Physik des Alltags und erklären den Leuten, wie sie mit dem Auto fahren sollen. Genau. Ja, ich glaube, mit Autofahren hat es weniger zu tun, aber auch eine durchaus relevante und spannende Frage. Wenn ein Löffel Suppe durch Pusten abgekühlt wird, A, wird die oberste Luftschicht durch trockene Umgebungsluft ersetzt? B, kommen die eingeschlossenen kalten Atome an die Oberfläche? Oder C, drehen sich die Moleküle von der positiven auf die negative Seite? Viel Spaß! Und los. Kann nur A sein. Ja, ich würde auch auf A tippen. Also, dass da kalte Atome drin sind, die sagen, yay, frei. Ja, beziehungsweise, dass man jetzt eine Molekülwandlung irgendwie erzeugt, nur mit dem Raufpusten.
dass sich die Moleküle drehen. Wir bleiben bei A. Wir bleiben bei A. Gut, Antwort A ist eingeloggt. Aber ich finde schon so ein kleines, leckeres Atomrahmsüppchen. Geht schon mal. Jetzt finde ich ja echt... Wird auf einen Löffel heiße Suppe gepustet, findet durch die kältere Atemluft ein Wärmeaustausch statt und die Suppe kühlt ab. Aber auch die Verdunstung spielt eine wichtige Rolle. Diese wird effektiver, da durch das Pusten die feuchtigkeitsgesättigte Luftschicht an der Oberfläche der Suppe durch trockene Umgebungsluft ersetzt wird. Es kann wieder mehr Flüssigkeit verdunsten und dadurch die Suppe kühlen. Läuft voll. 1000 Euro sind es. Sehr gut. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Aber such dir irgendwas aus, wo du meinst, das interessiert dich, hast du Bock drauf? Ich nehme Mode. So. Das meinte der Elton nicht mit alles. So, bitte, das war aber eine Frage. Aber vielleicht kommt er ja auf die richtige Lösung. Trägt ein Mann eine Boutonniere, hat er eine... A. lange Unterhose an, B. Blume am Revers oder C. Oh, Aktentasche in der Hand. Die Rose. Aktentasche in der Hand. Also Boutonniere, Aktentasche würde ich mal nicht sagen. Das ist, es geht ja ein bisschen um Mode. Und das, wenn er eine Aktentasche in der Hand hat, das ist so ein bisschen hahaha. So, jetzt geht es um Blume oder die lange Unterhose. Mein Mann, müsstest du doch wissen, du trägst doch gerne lange Unterhosen, oder nicht? Ja, ja. Ich frage mich nur, woher du das weißt. Hm? Kannst du ein bisschen Französisch sprechen? Bist du der Sprache mächtig? Leider nicht. Ja, toll. Das habe ich immer abgegeben. Eine Blume an Revier. Ich meine, das ist vielleicht eine gute Zukunftsfrage, aber... Also was? Ja, was soll man? Also mir springt diese Blume. Irgendwie finde ich ja die Blume gut, ne? Du findest die Blume gut, wegen Rose. Und die nennt man vielleicht... Boutonniere. Warum sollte das eine lange Unterhose sein, eine Boutonniere? Warum sollte das eine Blume sein? Ja, meistens haben das ja... eine Blume am Revier ist ja eher tatsächlich selten. Manchmal ist das ist ja meist über Hochzeiten oder sowas. Da trägt dann nicht, tragen die dann nicht eine Blume am Revier. Ist das dann die Boutonniere? Das ist doch keine lange Unterhose. Wie langweilig ist das denn? Boutonniere ist eine lange Unterhose. Wollen wir B nehmen? Also ich würde B nehmen. Wir nehmen B. Guck mal hier, die sind heute richtig risikobereit. Ne? Also das kenne ich vom Elton so gar nicht. Mal gucken, ob es sich auszahlt. Das Wort Boutonniere stammt aus dem Französischen und heißt Knopfloch. Und genau dort, am Revers eines Jacketts, wird eine Boutonniere angebracht. Dabei handelt es sich entweder um eine einzelne Blüte oder aber ein kleines Sträußchen. Getragen wird die Boutonniere heute meistens auf Hochzeiten vom Bräutigam. Damit das Brautpaar auch optisch harmoniert, sollte es sich um eine Blumensorte handeln, die auch im Strauß der Braut zu finden ist. Sehr gut. Ja. Hm? Auch bei euch 1000 Euro auf dem Konto. So. Wir haben nicht einfach nur zwei Bachelor zu Gast, wir haben zwei Bachelor mit einem abgeschlossenen Studium hier, meine Damen und Herren. Ja. So sieht's aus. So, ja. Wie geht's weiter? Sollen wir einfach mal sowas nehmen? Willst du mal was aussuchen? Sollen wir MacGyver machen? Trick 17. Ja. Dann müssen wir klären. Und wenn jetzt wirklich eine Frage kommt mit Klebeband, Schweizer Taschenmesser. Was hilft, damit Zucker in der Dose nicht verklumpt? A. Alufolie, B. Marshmallows oder C. Strohhalme? Och. B. Marshmallows. B? Sofort klar, B? Ja. Also ich würde denken, es ist ja, Zucker würde ja zusammenklumpen, wenn es feucht wird. Ja. Und die Marshmallows, die, obwohl die ja schon so so weich sind, ich glaube, wenn die austrocknen, die würden sich dann die Feuchtigkeit so ähnlich wie beim Reiskorn im Salz so. Also ich hatte auch ja so ein Reiskörner gedacht, es muss etwas sein, was Feuchtigkeit zieht. Ja. Marshmallows ziehen Feuchtigkeit? Ne, eher als Alufolie, also. Ja, das ist, da gehe ich mit. Ja. Für mich eindeutig B. Du, total. Vertrau mir, Werner.
Ja, natürlich vertraue ich dir deine Eltern. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du sagst B, dann werde ich völlig selbstbewusst sagen. Ich muss ja wirklich mal sagen, also so eine Entscheidungsfreudigkeit würde ich mir häufig von unseren Teamkapitänen wünschen. Ja, die kriegst du auch. Das ist so. Dann können wir die Sendung, auch in einer halben Stunde durchziehen mit den 12 Kategorien. Was meint ihr denn? Ist es? Ja, jetzt ist er eingeloggt. Ach so, ist schon. B, ja. Ja, ich hätte C gesagt, weil er kann da ja kaputt machen dahin. Ja, C. Verstehe. Aber du hast ja durchaus mit Marshmallows Erfahrung gesammelt, hast ja Teile deines Lebens in Amerika verbracht. Ja. Also vielleicht ist das ja das richtige Gefühl, was du daraus ableitest. So wie Salz kann auch Zucker beim Kontakt mit Feuchtigkeit verklumpen. Besonders brauner Zucker ist dafür anfällig. Um die Klumpenbildung zu verhindern, hilft es, 2 bis 3 Marshmallows mit in die Zuckerdose zu geben. Diese nehmen die Feuchtigkeit auf und der Zucker bleibt trocken und rieselfähig. Außerdem sind Marshmallows geschmacklich dem Zucker sehr ähnlich, sodass er kein fremdes Aroma annimmt. Perfekt. Dritte Frage, dritte richtige Antwort. Sag mal, sitzt du eigentlich auf der anderen Seite oder sitzt du nicht eigentlich auf der anderen Seite? Ja! Clever natürlich. Aha. Wie sollte Basilikum geerntet werden, um die Pflanze und ihr Aroma möglichst lange zu erhalten? A. Einzelne Blätter von verschiedenen Trieben abpflücken. B. Nach der Blüte die untersten Blätter wählen. Oder C. Lange Triebspitzen mit einem Messer abschneiden. Das ist ganz schön viel Trieb bei, ha? Also, nach der Blüte die untersten Blätter wählen. Also, ich hab noch nicht mal gesehen, wie der Basilikum bei uns in der Küche irgendwie blüht. Und dann nur die untersten, das sind ja kleine. Ich würde B mal ausschließen, aber. So, lange Triebspitzen mit dem Messer abschneiden. Wo ist da der Unterschied, ob ich die abreiße oder mit dem Messer abschneide? Oder mit einer Schere? Ja, hier sind es die langen Triebspitzen, ne? Hier sind verschiedene Triebe. Also, ich glaube auf jeden Fall A oder C. Also ja. E hast du recht, können wir, glaube ich, rauslassen. Ich bin eher auch ein bisschen für einzelne Blätter von verschiedenen Trieben abpflücken, dass du nicht ein komplett abreißt und da die gesamte Energie dann von der Blume in diesen einzelnen Trieb geht, sondern sich ihr dann verteilt. Lange Triebspitzen mit einem Messer, das heißt, du machst die, die am längsten sind, die machst du ab. Und dann bleibt. Macht auch Sinn. Also ich. Soll ich sagen, wozu ich tendiere? Ja, sag natürlich, wozu du tendierst. Also ich tendiere eher zu C. Ja. Wir nehmen C. Oh, guck mal, hier ist ja was los heute. Ja? Ja. Also ich muss ja sagen, du hattest schon viele Blondinen an deiner Seite, aber so erlegen warst du noch keiner. Ja? Ist ja Wahnsinn. Oft wird Basilikum in der Küche nur in kleinen Mengen benötigt. Dabei werden häufig nur einzelne Blätter von der Basilikumpflanze gezupft. Jedoch führt das schrittweise Abpflücken zum Absterben der Zweige. Denn das Basilikum setzt dann seine gesamte Kraft in das Blüten- und Samenwachstum. Sobald die Pflanze blüht, verwandelt sich der frische Kräutergeschmack in ein bitteres Aroma. Stattdessen sollten die Triebspitzen lieber mit einem Messer abgeschnitten werden. So, hallo. Sehr gut. Ihr pusht euch ja hier gegenseitig zur Höchstleistung. Also auch bei euch 1.500 Euro. So, jetzt bist du wieder dran. Ja. Hallo? Unser Körper. Unser Körper. Ah, natürlich. Natürlich, dann schau dir unsere Körper an. Wir decken alles ab. Gehirnscans haben gezeigt, dass beim Ansehen von alten Stummfilmen A. das Sehzentrum stärker beansprucht wird als bei Filmen mit Ton, B. Farben nach einer bestimmten Zeit hinzugedacht werden oder C. die Hörrinde genau wie bei einem akustischen Reiz reagiert.
das Sehzentrum stärker beansprucht wird als bei Filmen mit Ton. Stummfilme sind ja nicht wirklich stumm. Die haben nämlich keinen Ton. Ja, eben. Das ist ja Musik. Also insofern würde ich denken, dass A würde ich A erstmal zurückstellen. Mhm. Farben nach einer bestimmten Zeit hinzugedacht werden. Also das Gehirn ist extrem gut im Ersetzen von fehlenden Informationen. Das stimmt. Und vielleicht, ja, aber kann man im Gehirn quasi das Hinzudenken von Farben messen? Also man kann die Leute im Nachhinein fragen, welche Farbe hatte das Kleid, und alle sagen rot, weil sie sich das denken. Ja, du stellst ja die richtige Frage, ob man das überhaupt messen kann. Ob dann der Vorgang da ist, dass man sich das dazu also denkt. Hast du schon mal gehört, dass es das Zentrum für Farbe gibt? Nee, für Bilder gibt es das. Also ich würde sagen, die Hörrinde genau wie bei einem akustischen Reiz reagiert. Das kann ich mir vorstellen. Also du siehst im Stummfilm, wie ein Schuss fällt oder etwas umkippt, eine Explosion, also etwas Lautes. Und dass man dann trotzdem in der Hörrinde einen Ausschlag misst. Obwohl gar keiner da ist. Erst habe ich ja gedacht, dass es B vielleicht ist, aber ich glaube, das ergibt einfach nur Sinn, wenn es auch C ist. Also ja, wir sind bei C, ne? C. Hm? Es bleibt dabei nach wie vor ohne Publikumsjoker. Antwort C. Forscher der University of Southern California haben untersucht, wie sich das Ansehen von Stummfilmen auf das Gehirn auswirkt. Mithilfe von Gehirnscans zeigte sich, dass die visuellen Reize Aktivitäten in der Hörrinde auslösten. Dies war am deutlichsten bei eindeutigen Bildern wie bellenden Hunden zu sehen. Diese Bilder lösen eine Erinnerung aus, die in die Hörrinde projiziert wird und dort wie ein akustischer Reiz behandelt wird. In ihrem Kopf konnten die Probanden den Hund also nun auch hören. Richtige Antwort. 2000 Euro. Das funktioniert übrigens auch mit neueren Filmen, wenn man den Ton weglässt. Also das wäre auch messbar. Sehr gut. Bis hierhin fehlerfrei. Beide Teams. Geht so. Sonst lass uns andere Länder, andere Sitten nehmen. Mach. Andere Länder, andere Sitten. Touristen, die nach Japan reisen, sollten wissen, dass A. tätowierte Menschen in heißen Quellen unerwünscht sind. B. erst ein Trinkgeld von mindestens 30% als höflich gilt. Oder C. man sonntags keine gelbe Kleidung tragen sollte. Also B ist es schon mal nicht. Es ist unüblich, da Trinkgeld zu geben. Ja? Sicher? Warst du schon mal in Japan, Elton? Mhm. Wie haben die Leute auf deine ganzen Tattoos reagiert? Ich war leider nicht in einer heißen Quelle. Was früher halt war, ist, dass allgemein Tätowierte in Japan nicht gerne gesehen wurde, weil das meistens nur die Yakuza, nur die Gangster waren. Jacuzzi. Jacuzzi? Nee. Das ist doch das, wo man drin tritt. Das ist doch dann die heiße Quelle. Das Jacuzzi. Nee, also du weißt, was ich meine. Ich glaube, japanische Mafia, also die waren alle tätowiert. Und die waren, da hatte man dann Angst vor. Jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt da immer noch drauf. Und warum nur in heißen Quellen und nicht im Bad? Da sollte sonntags keine gelbe Kleidung tragen. Aber glaube, ne? Was ist gelbe Kleidung für dich? Ist das komplett? Ja, egal, ob T-Shirt, Hose, Schuhe, einfach kein Gelb. Einfach kein Gelb. An einem Sonntag. Ich bleib bei A. Ja? Ja, weil warum sonntags? Ich glaube. Ja, warum geht man. Aber warum nicht sonntags? Wir nehmen A. Nehmt A? Wie? Hm? Ja. Du hast auch nichts weiter gesagt. Hat er einfach über meinen Kopf hinweg entschieden. Du hast doch gar nichts weiter gesagt. Aber okay. Ihr habt nicht aber okay. A genommen. Vor einigen Jahren beschloss die Regierung in Japan, gegen die Yakuza, die Mafia im Land, vorzugehen. Da die Yakuza ihre Zugehörigkeit häufig über Tätowierungen zeigt, begann man, sichtbare Tattoos vielerorts zu verbieten. Daher dürfen auch tätowierte Touristen die berühmten Onsen, genannten heißen Quellen, meist nicht betreten. Manchmal ist es möglich, die Tätowierungen abzukleben. Man muss gar nicht alles alleine machen, ne? Man kann ja auch im Team funktionieren. Auch bei euch 2000 Euro.
Benelux, das kann man auch wissen. Weil so, wir haben noch das Fragezeichen, tierisch, tierisch, Wunder der Natur und Benelux. Und beide Teams haben auch noch ihren Publikumsjoker. Was ist dir lieber? Wunder der Natur? Wunder der Natur. Wunder der Natur. Wir waren ja schon bei unseren Körpern. Galläpfel, die häufig auf Eichenblättern zu finden sind, dienen zur Herstellung von Tinte, mit der A. sich Geheimschrift schreiben lässt, B. Lebensmittel rot gefärbt werden oder C. Staatsverträge unterschrieben werden. Also, das Lustige ist, mein allererster Gedanke, als ich die Frage las, war, die wird bestimmt unsichtbar oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, ob das, also Zitrone ist so. Ja, die Zitrone, ist unsichtbar, ja. Und dann hältst du die nämlich über eine Kerze, dann kannst du wieder gucken und dann hältst du es noch länger über die Kerze und dann ist weg. Nee, ich meine, das kennt man ja aus der Kindheit, wenn man so, ja. Ja. Lebensmittel rot gefärbt werden. Ich muss mal gerade gucken, Eichenblätter und Galläpfel. Also Rotfärbung, dann hätte man das doch schon mal mitbekommen, dass man im Wald was aufhebt, in den Fingern verreibt, dass da irgendwas und man rote Flecken hat. Ja. Das hat man bei Galläpfeln. Oder es halt eben so eine, naja. Staatsverträge unterschrieben werden. Das ist natürlich auch lustig. Das heißt, das wäre so eine, ach so, das so eine ist so, alte Tradition. Ja, weißt du? Das ja. ist irgendwie so ein Blauton. Also Staatsverträge, glaube ich, Mann. Bin vom Gefühl leider sehr, das ist mein allererster Gedanke, weil bestimmt kann man dir ja schreiben. Staatsverträge sind sieht. Ja auch vielleicht geheim. Und niemand darf wissen, dass die unterschrieben sind? Ach Mann. Wer hat denn da unterschrieben? Nee, aber ich Kohl, glaub, Merkel, Schröder, ja, keine Ahnung. Was sagt denn dein Gefühl, Daniel? Das also war ja bisher nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, Bernhards Idee mit diesem hier, dass es so traditionell irgendwie ist, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also es gibt ja wirklich vieles, was so in der Richtung im Alltag vorkommt, aber jetzt... Du bist für C, richtig? Ja, also, ich glaube, ja. Und ich bin für A. Das ist... Dann haben wir jetzt ein Problem. Dann nehmt einfach B. Danke, Paul. Ich sag... A. Ich bleib bei meinem A. Also, Bernhard, wenn ich du wäre... Ja. Nachdem, wie es heute gelaufen ist, weiß ich nicht, ob das jetzt gut war. Legt eine Gallwespe mit ihrem Legestachel ihr Ei auf einem Eichenblatt ab, reagiert die Pflanze auf die so hervorgerufene Verletzung mit einer Geschwulst. In etwa 6 Monaten entwickeln sich daraus hellbraune, kirschgroße Gallen. Diese enthalten Gerbsäure, die zusammen mit Eisensulfat, Wasser und Gummi arabicum zur Herstellung sogenannter Eisengallus-Tinte dient. Die Tinte gilt als außergewöhnlich dokumentenecht, weshalb seit der Antike Staatsverträge damit unterschrieben werden. Tja. Also das Bier hätte ich trotzdem gerne. Das Bier hättest du trotzdem gerne. Ja. Ja, Bernhard. Das seid ja auch ein bisschen an deinem Ego gescheitert. Ja. Oh. Ja. So, aber wir müssen ja nicht klagen, es bleibt bei 2000 Euro und ja. Es können ja noch mal 500 dazukommen. Aber ihr könnt jetzt in Führung gehen. Das Fragezeichen. Anfang 2018 eröffnete in Schweden die erste A. staatliche Bodybuilding-Schule für Mädchen, B. öffentliche Strecke mit Stromschienen für Elektroautos oder C. Fabrik zur Herstellung von Fleischbällchen aus der Tube. Eine Fabrik zur Herstellung von Fleischbällchen aus der Tube. Hack aus der Tube. Das wäre ein Traum. Cool. Machst du ein bisschen rund? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also C schließe ich aus. Also ich bin für B. Du bist für B. Öffentliche Strecke mit Stromschienen für Elektroautos. Also wenn, dann muss es ja eine Strecke sein, die beliebt ist. Und dann muss das Auto immer Kontakt haben mit dieser Stromschiene. Und wie parkt das? Wie parkt das? Na gut, es kann oder vielleicht... Oder dann runtergehen. Ja, was macht das Sinn, staatliche Bodybuilding-Schule für mich? Das macht gar keinen Sinn.
Naja, das macht vielleicht Sinn in der Hinsicht von wegen Mädchen Bewusstseinsstärken, von wegen nicht nur hier Instagram, ich mache nur hier irgendwie eine 28-Tage-Diät, sondern hier bewusst wirklich. Also ich kann mir A vorstellen, also bist du da nicht bei mir? Ich würde das riskieren. Und wir können es jetzt sogar riskieren. Sag doch mal was jetzt. Du bist für C ein bisschen, weil es so lustig klingt. Nee, ich habe ja zuerst B gesagt. Ja, und du bleibst auch noch, bist immer noch bei B. Also ich bin ein Mann, ein Wort, nicht immer hin und her. Mal festlegen. Süße! Bam! Aber wir können auch A nehmen. Dann nehmen wir A. Stromschienen. Vielleicht ich hat das A ja genommen, ne? Ja, jetzt habt ihr A genommen, ne? Vielleicht hat das ja auch was mit der Batteriewiederaufladung zu tun. Zwischen Rosherspörg und dem Flughafen Orlando wurde im April 2018 eine 2 Kilometer lange Strecke für Elektroautos ins Leben gerufen. Dort fahren die Autos an einer Schiene entlang, ähnlich einer Spielzeugrennbahn. Die Schienen selbst werden nur mit Strom versorgt, wenn sich über ihnen ein Fahrzeug befindet. Ansonsten sind sie wetterfest und ungefährlich für Mensch und Tier. Die Forscher rechnen damit, dass Schwedens Straßen in Zukunft zu rund 2000 Kilometern aus solchen Stromschienen bestehen könnten. Eieieiei. So, es bleibt beim Unentschieden. Auch bei euch stehen ja 2000 Euro auf dem Konto. Da ist der Elton Opfer geworden seiner Eitelkeit, wie ich auch. Nur mal so. Du willst lieber Tiere nehmen, ist das richtig? Also ich finde, es gibt mehr Tierfreunde als Leute, die über. Pass auf. Benelux hört sich an wie ein Staubsauger. Bevor ich Opfer meiner Charakterzüge werde, nehmen wir tierisch. Will sich der nordatlantische Eissturmvogel verteidigen? A. Schubst er sein Weibchen nach vorne? B. Imitiert er Eisbärengebrüll? Oder C. Spuckt er seinen Angreifer mit stinkendem Magenöl voll? Bäm! Vergiss es, versuch's erst gar nicht. Also ich will aber Moment. Die Chance solltest du Daniel geben. Es gibt eine Möglichkeit, dass der Bernhard da so eine Idee hat. Aber mich würde trotzdem interessieren, wo dich dein Gefühl hinleitet. Und das war ja bis hierhin, war es ja wirklich. Also ich imitiere immer Eisbärengebrüll, wenn ich mich irgendwie angegriffen fühle. Mhm. Aber ich bin ja auch kein nordatlantischer Eissturmvogel. Also ich glaube, ich weiß, in welche Richtung Bernhard tippen würde. Aber weil wir den noch nicht benutzt haben. Was denkst du denn? Also ich würde auch mit C. Weil mit stinkendem Magenöl möchte ich auch nicht angespuckt werden. Das habe ich schon gesagt, da war die erste Antwort noch nicht da. Das habe ich gesehen, habe ich das. Also jetzt vertraue ich dir mal. Ja, ich bin ein Optimist. Ja, also das habe ich schon gesehen, aber ich persönlich bin ein großer Freund meines Publikums. Also das heißt, möchtest du noch was mitgeben? Ja, ich würde mitgeben, auf jeden Fall C sagen, es sei denn einer Weise. Ihr könnt ruhig alle aufstehen. Hm? Eins, zwei, drei. So, guckt euch diese schönen Menschen an. Sehr schön. So viele. Moment. So viele Publikum. Wer soll es denn sein? Ja, da haben sich wieder welche gesetzt. Ich glaube, die nehmen. Bleiben Sie stehen. Wer hat denn Rose? Wer hat denn was mit einer Rose? Hm? Rose. Hm? Gypsy Soul. Hm? Sie soll es sagen? Sie soll es sagen. Sie soll es sagen. Guck mal, dann haben wir jetzt die einmalige Chance zu reden. Hallo, grüß dich. Wie heißt du? Luisa. Und kommst woher, Luisa? Aus Bad Rothenfelde. Du hast schon mitgekriegt, was die beiden so mit auf den Weg gegeben haben? Schon. Ja. Ich vertraue jetzt Bernhard und nehme auch C. Oh. Oh. Jetzt spüre ich eine gewisse Erleichterung. Die beiden sind, glaube ich, gerade kurzfristig nervös geworden, Luisa. Wenn das jetzt falsch ist, dann ist hier echt die Hölle los. Auf Felseninseln und an Steilküsten in der nördlichen Hemisphäre ist der Eissturmvogel zu Hause. Als Allesfresser lebt er von Aas, Krebsen oder Fischen.
Diese Nahrung hilft ihm auch gegen Fressfeinde. Denn um Eindringlinge zu vertreiben, wandelt er einen Teil seines Mageninhalts in ein Öl um. Auch Jungtiere können das schon. Mit dieser klebrigen und stinkenden Substanz spuckt er seine Feinde dann an. Das Magenöl verschreckt diese und lässt ihre Flügel verkleben. Bis zu 2 Meter weit kommt der Eissturmvogel mit seiner unappetitlichen Attacke. Ich wollte gerade sagen, Bernhard, ich glaube... Dankeschön, Luisa, richtige Antwort. Daumen drücken fürs Finale. Ja, alles Gute. Und damit 2.500 Euro auf eurem Konto. Ja, Daniel, sehr gute Kategorie ausgewählt. Ja, sehr gut. Ne? So, eine Frage haben wir noch aus der Kategorie. Also, Benelux. Ich würde Benelux nehmen. Nehmen wir Benelux, okay. Die Exponate einer weltweit einzigartigen Sammlung im belgischen St. Fiet. Keine Ahnung. A. Haben zu Haftstrafen von insgesamt über 500 Jahren geführt. B. Müssen alle 2 Monate gefüttert werden. Oder C. Können jahrhundertalte Verwandtschaftsverhältnisse klären. Bam! Können jahrhundertealte Verwandtschaftsverhältnisse klären. Ich habe keine Ahnung. Also, C schließe ich aus. Verwandtschaftsverhältnisse klären. Das heißt, wie, wer ist mein Urgroßvater? Bin ich mit dem Papst verwandt? Wie, was hat das mit Exponaten zu tun? Kann natürlich auch sein, B, dass es nicht unbedingt Tiere sind oder vielleicht irgendwelche Pflanzen. Also, die müssen so seltene, fleischfressende Pflanzen, das sind Exponate und die müssen alle 2 Monate gefüttert werden. Weil die dann wieder, kann ich mir sogar ein bisschen vorstellen, Haftstrafen von insgesamt über 500 Jahre geführt. Also das kann ja nur sein, dass die irgendwo geklaut haben oder dass das Fälschungen sind. Oder irgendwas aufdecken. Das kann natürlich sein. Aber warum ist das so klar? Es kann natürlich sein... Ja, die Sammlung ist halt nur da, ist ja egal. Ja, das, vielleicht ist das so, dass die tatsächlich Fälschungen sammeln, weltweit. Und das stellen die aus. Und das sind dann die Exponate. Und dann ist einer gekommen und ey, das ist aber hier Fälschung und bla bla bla. Oder auch Urkunden, keine Ahnung. Und darum gefüttert. So, also ich habe jetzt alles gesagt. Mehr kann ich nicht sagen. Du kannst also auch noch gerne was... Also, wir fragen das Publikum. Du sagst ich bin B und ich B. bin bei A. Hm? Fragen wir mal das Publikum, hä? Ja, ich kann A auch... Ich, vielleicht ich weiß A es auch ja auch jemand. Weiß es denn jemand? Aber oh, oh. Oh, oh. Okay. Hm. Also offensichtlich war noch niemand in St. Fiet. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Oh. So. Hello, Summertime. Hallo. Mit wem? Petra. Petra. Hallo, Petra. Aus? Wülfrath. Mhm. Peter, schon mal in Belgien gewesen? Ja. Auch in St. Fiet? Ja. Nein. Oh. Ja. Und dann so lange gezögert aufzustehen? Ich war nicht im Museum. Ach so. Aber vielleicht hat man da ja auch im Umfeld von St. Fiet irgendwas schon mal darüber gehört, oder? Ich hatte eigentlich C, aber nach der Erklärung von Elton stimme ich ihm jetzt mit A zu. Aha. Also, ach so, einmal kurz. Ja, Moment. Nee, Elton hat ja die Erklärung mit den gefälschten Exponaten. Okay, die war die überzeugende Erklärung. Aber Elton war trotzdem B, aber ich habe A gesagt. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Aber Elton hat ja auch zwischendurch A erklärt. Ja. Ja? Peter, alles gut, alles gut. Dann schauen wir mal. Im Städtchen St. Fiet gibt es eine einzigartige Sammlung. Der Archivar Karel de Smet wacht dort über derzeit 107 Exponate. In den in Kühlschränken gelagerten Gläsern befinden sich Sauerteigkulturen aus aller Welt, von China bis Mexiko. So soll die Sortenvielfalt des natürlichen Backtriebmittels erhalten werden. Alle 2 Monate müssen die Teige von de Smet gefüttert werden. Dafür entnimmt er jedem einen Teil, der dann mit Mehl aus der Heimatregion des Teigs und etwas Wasser verrührt wird. Diese revitalisierte Teigkultur übernimmt schließlich den Platz ihres Vorgängers. Ah. Was es alles gibt, oder? Aber Petra, hier ist ja noch nichts entschieden. Danke auf jeden Fall. Ja, danke für den Mut aufzustehen. Keine fleischfressenden Pflanzen, aber ja, wer denkt da schon an Sauerteig? Ne? So, wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Daniel Völz haben 2.500 Euro erspielt. Elton und Paul Janke haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und damit haben wir eine spannende Voraussetzung für unser großes Finale.
Und die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Deutschland. Ja, super. Deutschland. So, bitte gebt euren Betrag ein. Elton und Paul haben gesetzt. Okay, Bernhard und Daniel haben ebenfalls ihren Betrag eingetippt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welches Bundesland hat etwa 4 Millionen Einwohner? A. Rheinland-Pfalz, B. Brandenburg oder C. Schleswig-Holstein? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Innerhalb der Zeit darf man ja immer noch mal ändern, aber... Zeit ist um. Beide Teams haben ihre Antwort eingetippt. Gleich gibt's die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute sind die beiden Bachelor Daniel Völz und Paul Janke bei uns zu Gast. Und wenn Sie in dieser Richtung bisher irgendwelche Vorurteile hatten, wir haben schon eine Menge Klischees heute widerlegt. Die beiden haben sich hier mit sehr viel Wissen, sehr charmant und mit gutem Gefühl präsentiert. Ja, Daniel und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt. Und Paul und Elton 2.000 Euro. So, dann wollen wir mal auf die gesetzten Beträge schauen. Es geht um folgende Masterfrage. Welches Bundesland hat etwa 4 Millionen Einwohner? A. Rheinland-Pfalz, B. Brandenburg oder C. Schleswig-Holstein? Bernhard und Daniel haben 2.500 Euro erspielt und gesetzt 2.000 Euro. Elton und Paul haben 2.000 Euro erspielt und gesetzt 1.000 Euro. Oh, wir sind noch ein bisschen im Spiel. Schauen wir mal, auf welche Antwort ihr getippt habt. Bernhard und Daniel haben getippt auf sofort Bescheid. Schleswig-Holstein. Elton und Paul haben getippt auf falsch. Alles falsch, haben wir auch, aber es ist falsch. Schleswig-Holstein. Aber dann hätten wir gewonnen. Dann habt ihr gewonnen. Wenn Schleswig-Holstein richtig ist, dann habt ihr gewonnen. Ist Schleswig-Holstein falsch, dann habt ihr gewonnen. Brandenburg hat ca. 2,5 Millionen. Ja, das ist ja. Rheinland-Pfalz. Einwohner? Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz. Oder Schleswig-Holstein? Geht das schon wieder los hier? Es ist nicht einfach, es jetzt hier spannend zu machen, deswegen sage ich es euch frei heraus. Rheinland-Pfalz hat 4 Millionen Einwohner. Und das wäre die richtige Antwort. Schleswig-Holstein ist falsch. Und damit gewinnt Team Elton. Yeah! Bleiben 1.000 Euro übrig. Da hat sich zum Schluss das Blatt noch mal gewendet. Glückwunsch, Paul. Dankeschön. Elton. Und 1.000 Euro. Für 1.000 Euro für genau, ich sage ja immer, die Frage genau durchlesen. Ja, ja, und er sagt auch noch, ja, nee, nee. Ja? Ich sag Rheinland, ich habe Rheinland-Pfalz gesagt. Ach, Paul. Aber wichtig ist ja, wir haben gewonnen, ne? Ja, 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 und bei 50, ja? Bei 50 Gästen hinter euch, ja, heißt das ja für jeden von euch genau, 20 Euro. Oh! Ja! Jawohl. Hei, hei, hei. Wie viele Einwohner sind denn in Schleswig-Holstein? Es sind 2,8 Millionen circa. Ja. Hamburg hat 2,5. Ja. Daniel, hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja, auch. Alles Dank. Gute. Vielen Dank an Daniel und Paul. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. 20 Euro pro Person auch an unsere drei App-Gewinner. Und am Samstagabend dann das nächste, wer weiß denn sowas, XXL. Dieter Hallervorden, Mario Barth, Oliver Welkel, Sebastian Ströbel und Hans Siegel. Also, schönen Abend noch. Wir sehen uns morgen wieder, 18 Uhr. Bis dann. Tschüss.